Müsste ich mal probieren. Viel Gefühl im Bein. Das man ja von ihr kennt. Wir werden ihre Zauberpirouetten nachher noch sehen. Jetzt erst zu Marta Andrade, der 26-jährigen Spanierin aus Barcelona. Seit so vielen Jahren ist Marta Andrade mit von der Partie. Seit so vielen Jahren versucht sie irgendwo vergeblich mal den Sprung nach vorne zu packen. Seit so vielen Jahren eigentlich auf einem Niveau geblieben. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Trainingsbedingungen in Barcelona nicht gerade zum Besten bestellt sind. Sie ist zwar oft in Frankreich, in Paris trainiert, bei Annika Jaeger, aber das reicht eben doch nicht, um es da wirklich vorne einzuordnen. Und hier genau wieder dasselbe Problem, worüber ich gestern schon sprach. Es ist einfach, kommt auch darauf an, die Kilometer auf dem Eis, die man in jungen Jahren zurückgelegt hat, und die fehlen ja einfach, und das kann man dann eben jenseits der 20 nicht mehr aufholen. Seit 1993 nimmt sie schon an Weltmeisterschaften teil. Unter 20 war sie noch nie. Bei den Europameisterschaften ist das ähnlich. Ja, aber sie könnte hier seit eben 93 das erste Mal wieder das Finale erreichen. Denn das hat sie in den letzten 4 Jahren nicht geschafft. Aber es sieht eigentlich recht gut aus. Ich denke, mit ihrem 10. Qualifikationsplatz wird sie sicherlich im Rahmen der ersten 24 bleiben. Der 22. war sie damals, 93, danach die Plätze 26 bis 28 in steter Folge. Sie ist, und wenn das so sein sollte, dass sie wirklich im Rahmen der 24 bleibt, dann kann man sagen, leider hat es Caroline Goelke nicht geschafft. Das alles wird sich in den nächsten Sekunden entscheiden. Ja, sie ist hinter
Caroline Gülke zurück, das Fünkchen Hoffnung lebt. Bleibt. Denn es kommt noch Idora Hegel. Das ist die einzige, ja, das ist der Zweikampf, wenn man so will, das Fernduell um den Einzug in das Finale zwischen Idora Hegel aus Kroatien und Caroline Gülke. Da jetzt Marta Andrade schon hinter Gülke zurückgefallen ist. Ja, Idora Hegel, das ist wirklich die letzte Chance, die muss noch hinter der Berlinerin sein. Die anderen aus der nächsten Gruppe haben dann schon wieder viel zu viel Vorsprung. Jennifer Robinson, die Kanadierin, noch zwei.